Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. An alle, die neu dazugestoßen sind, hallo. Ich hoffe, meine Videos helfen euch. Ihr findet mich auch auf Instagram. Ich werde die ganzen Seiten unten verlinken. Sonst, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniere, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. So Leute, wie ihr sehen könnt, drehe ich in letzter Zeit viele Videos. Ich habe gerade den Stress nicht von der Bachelorarbeit, deswegen dachte ich mir, ich mache mal schnell, ne? Damit ich nachher, wenn ich wirklich mir die Haare rausreiße, damit ihr schon was zu gucken habt. Gut, wie versprochen werde ich euch in dem heutigen Video zeigen, wie ich meine Spitzen schneide. Ich weiß nicht mehr, wer sich das gewünscht hat, aber auf jeden Fall hallo, grüß dich, fühl dich gedrückt. Ich habe es leider vergessen, wer das nochmal war. Aber ich habe es nicht vergessen, das Video zu drehen. Genau. So, ich schneide meine Spitzen so zweimal im Jahr. Ich versuche das auf einmal im Jahr zu beschränken. Aber ich glaube, ich mache das so, wie meine Haare das möchten. Aber maximal zweimal im Jahr. Und da schneide ich nicht irgendwie 20 cm oder 5 cm, sondern ich trimme dann einfach. Ich schaue, was jetzt ungesund wirkt und das kommt dann einfach weg. Genau, das ist so meine Methode. Ich mache da auch keine Stufen rein oder so. Das ist gar nicht meine Intention. Wie gesagt, es soll nur wieder gesund werden. Und dadurch, dass ich meine Spitzen halt in der Regel generell nicht strapaziere, ich mache keine krassen Sachen, die irgendwie die Spitzen strapaziert. Ich schlafe abends mit meinem Seidentuch. Guck, dass sie genügend Feuchtigkeit und Öle bekommen. Und ja, dann klappt es einfach ganz gut, also finde ich. Meine Haare sind gesund, finde ich. Genau. Ja, das war jetzt nochmal dazu. Und also in der Natural Hair Community gibt es halt viele Methoden, wie einige ihre Haare schneiden. Einige glätten komplett ihre Haare und dann schneiden die, weil das eben für sie passt. Einige föhnen ihre Haare und dann erst trimmen oder schneiden sie. Die meisten trimmen eher, also die schneiden jetzt nicht so radikal, wie man bei europäischen Friseuren das sieht, wo die dann zack, 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 alles abmachen, denkst du, 20 cm ist gerade irgendwie, ne, gestorben. Aber einige machen irgendwelche Stretch-Methoden und dann schneiden die dann die Haare. Ich zum Beispiel schneide meine Haare, wenn sie nass sind und ich sie dann getwistet habe. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Kur drin habe oder meine Versiegelungsmethode mache. Inzwischen mache ich das nur so, dass ich das schneide, wenn ich meine Versiegelungsmethode mache, weil dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, ich schneide und mache gleichzeitig meine Twists, so wie hier. Die Seite habe ich auch schon gemacht, werde ich euch gleich zeigen, wie das aussieht, damit ihr den Vergleich schon mal herstellen könnt. Genau, was wollte ich noch sagen? Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, weil ich immer so schnell rede, aber nur weil ich zweimal im Jahr schneide, müsst ihr das nicht machen. Ihr müsst immer die Sachen machen, die für eure Haare funktionieren, Leute. Weil alles, was ich hier sage und alles, was ich euch gebe, soll nur als Orientierung dienen. Wenn ihr das macht und es klappt für eure Haare, super, finde ich ganz toll. Aber auch meine Routine müsst ihr nicht eins zu eins übernehmen. Ich glaube, das habe ich auch in dem Video gesagt und das sage ich immer wieder. Aber ne, ich will es nur sagen, weil nachher heißt es, Rose schneidet ihre Haare zweimal im Jahr, ich mache das, es klappt nicht, warum dies, das, also guckt, wie das für euch klappt, wenn ihr einmal im Jahr schneidet und eure Haare wachsen und eure Spitzen sehen gesund aus, super, wenn ihr zweimal im Jahr macht, dreimal im Jahr, viermal im Jahr und für euch klappt das, super, also guckt, was für eure Haare funktioniert, nicht was für Rose Haare funktioniert, genau. Also, ich werde halt, vielleicht braucht ihr, also die Sachen, die ich brauchen werde, ich bin wieder so richtig Turbo. Ihr braucht eine Flasche, also eine Sprühflasche mit warmem Wasser, weil wenn die Haare dann irgendwie trocken sein solltet zwischendurch, dass ihr dann schön sprühen könnt und so. Oh Gott. Genau, dann braucht ihr halt eben für diese Methode, die ich wie gesagt mache, euren Leave-In Conditioner. Und ich benutze immer Leave-In Conditioner und Leave-In Cream. Wenn ihr nur Leave-In Conditioner benutzt, könnt ihr machen. Wenn ihr nur Leave-In Cream benutzt, könnt ihr auch benutzen. Genau, dann habe ich hier meinen Shea Butter Mix als Versiegler, kennt ihr ja. Wenn ihr ein Öl benutzt, könnt ihr das auch benutzen. Genau, ich benutze eben ein Haarbutter. Dann habe ich hier meine beiden Detangler, also ich kämme dann nochmal meine Haare durch oder bürste sie durch. Also ich werde heute das hier benutzen, mein Tangle Teaser, um wirklich alle Knoten rauszubekommen, damit ich richtig schneiden kann. Ihr könnt auch euren weiten Kamm benutzen. Ich habe meine Haare schon geprepoot und entwirrt, dann habe ich meine Haare schamponiert, dann habe ich eine Kur reingemacht und jetzt mache ich dann eben meine LCO-Methode. Ja, dann braucht ihr das Allerwichtigste, eine Haarschere, hätte ich fast vergessen, ich verpeilte Kuh. eine Haarschere,
Leute, ich bin so ein Quatschkopf, ne? Ihr habt noch gar nichts gesehen. Wenn ihr einen kleinen Bruder habt, dann seid ihr immer so, ich bin richtig, egal, wir reden nicht mehr darüber. Auf jeden Fall, ihr braucht dann eine Haarschere. Wirklich eine Schere für eure Haare. Eine Haarschere, nicht eine Papierschere, sondern extra eine Schere, die für die Haare gedacht ist. Und das findet ihr bei Müller, DM oder Rossmann, die verkaufen das, oder Friseurbedarfsladen, wo ihr auch das hier bekommt. So eine Sprühflasche verkauft die meistens auch. Genau, also ne, so eine Haarschere. Kostet, glaube ich, so 8 Euro oder sowas. Dann fangen wir mal an. Ihr werdet gleich merken, je tiefer wir kommen, desto dünner wird die Twist, weil die sind einfach die ältesten Stellen und das Haar oben ist meistens stärker und dicker und das Haar unten ist halt dünner und schwächer. Deswegen müsst ihr da echt aufpassen, wenn ihr lange Haare haben möchtet, dass ihr die Spitzen nicht vernachlässigt und auch nicht strapaziert. So, ihr zieht das Haar dann lang und dann guckt ihr wirklich, wo die dünnste Stelle ist am Haar. Genau die Stelle da und die muss dann ab. Sie raucht ihren ersten Joint und fühlt sich dabei gut. Entflieht der Realität, findet Halt in dem Saruch, verliert den Glauben an das Gute, das Leben ist ein Fluch. Sie betet keinen Tag mehr zu Gott, denn alles, was sie braucht, ist ihr Ort. Jeden Tag will sie schweben, keine Sorgen mehr erleben. Keine Sorgen. Wo ist die Hoffnung hin? Wo ist der Glaube hin? Wo ist die Liebe? Schau nur hin, wo ist die Hoffnung hin? Wo ist der Glaube hin? Wo ist die Liebe hin? Ich sag dir, schau nur hin. Dasselbe macht ihr auch mit diesem Twist. Ihr zieht wieder das Haar lang und dann guckt ihr wo und dann schneidet ihr wieder die Stelle ab. Ich sag Raindrop, Drop Top, kämpfe nonstop, stop. Ziel mit der Kanone und schieß auf euch, ratata. Die, die es nicht raffen, es ist nur eine Metapher. Kriminelle Ader, doch begeh keine Straftat. Wenn ich weggesperrt werd, was erzähl ich Mama? Dieses Leben ist ein Segen, doch wir sind undankbar. Ja, ich weiß, mit meinen Gedanken stehe ich nicht allein da. Hätte schlimmer sein können, Dicker, frag mal Sarah. Das taffe Leben ist für eine Schwester auch nicht einfach. Begreif mal, ob sie will den. So, das ist das Resultat. Die Spitzen sind sauber, da fliegt nichts rum und es wirkt auch alles
viel, viel dicker da unten. Also ich bin wirklich zufrieden damit. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Video anfangen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!